Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen bei Nerdfamilien. Heute wieder zu einem echt spannenden Thema, muss man ganz offen sagen. Wir haben heute Dr. Peter Uhlig bei uns. Peter, vielen Dank, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann noch richtig so ein abgefahrenes Thema. Magst du dich ganz kurz vorstellen, wie kommst du eigentlich dazu? Ja, gute Frage. Hallo Martin. Erstmal freue ich mich, dass ich dabei sein darf. Ja, wie komme ich dazu? Also ich bin seit vielen, vielen Jahren Hals-Nasen-Ohren-Facharzt und seit einigen Jahren bin ich zur Notfallmedizin geraten, muss man sagen. So wie ich über einen zweiten Bildungsweg Abitur gemacht habe, bin ich über einen zweiten Bildungsweg Notarzt geworden. Und das allerdings jetzt voller Leidenschaft und habe also alle gängigen Kurse, ABCD-Kurse und so weiter gemacht und letzten Endes auch die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin erworben. Und nach den üblichen Mitfahrten bin ich in unserem Rettungskreis hängen geblieben und bin regelmäßig bei uns als Notarzt im Landkreis Goslar tätig. Und die Schule, in der ich meine Ausbildung gemacht habe, die hat lange gesucht, ob sie einen HNO-Arzt finden, der ein bisschen mit Notfallmedizin zu tun hat. Und davon scheint es nicht allzu viele zu geben. Mhm. Und so sind wir dann zusammengekommen und ich habe angefangen, zunächst den chirurgischen Atemweg zu lehren bei NRW in Berlin. Und ja, so bin ich jetzt zu euch geraten. Ja, also wirklich cool. Und man muss sagen, wir hatten uns ja vorher schon so ein bisschen unterhalten, ein bisschen drüber gesprochen. Der chirurgische Atemweg ist ja einerseits ein großes Angstthema, glaube ich, für fast alle in der Notfallmedizin. Gleichzeitig reden ziemlich viele drüber, weil es irgendwie ein sexy Thema ist. Und es haben aber super wenige wirklich gemacht, geschweige denn auch noch irgendwie Hintergrunderfahrung, weil selbst wenn man es einmal macht, natürlich die große Erfahrung und die Anatomie und was da wirklich genau abläuft, ja beschränkt ist. Also wirklich cool, dass du da bist und ich bin gespannt, was du auf die brennenden Fragen hast, die ich mir schon vorbereitet hast. Peter, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Chirurgischer Atemweg, wann soll ich den überhaupt machen? Wann macht man den? Tja, eigentlich am liebsten möchte ich, dass ihr ihn gar nicht macht. Denn aus zwei Gründen. A, ist die Mortalität letzten Endes hoch. Und zweitens ist es ein Prozess im Rahmen des Atemwegsmanagements. Und natürlich wird erwartet, dass wir erstmal die Grundlagen des Atemwegsmanagements, die Basics, wirklich gut verstehen und drauf haben. Das ist mir fast noch wichtiger, zumindest jetzt kurz, als über die Goniotomie zu reden. Und diese Basics, die es da zu beherrschen gibt, sind natürlich der vernünftige Umgang mit Sauerstoff. Das ist völlig klar, von der Nasenbrille von mir aus bis Highflow und der Apnoe-Oxygenierung. Es ist unbedingt beim noch spontan atmenden Patienten die nicht-invasive Beatmung und ein wirklich kompetenter Umgang mit entsprechenden Beatmungsgeräten, die den Piep vernünftig einstellen können und vor allen Dingen den ASB, den ich im Augenblick so ein bisschen unterschätzt finde. Und natürlich müssen wir das Handwerk bestehen, die Patienten unter NIF in die Akzeptanz zu bringen, entweder durch Worte oder durch Medikamente. Wenn das alles scheitert, dann müssen wir die Beutel-Maskenbeatmung wirklich beherrschen. Und da meine ich nicht ein bisschen nur den üblichen C-Griff und auch nicht den Doppel-C-Griff, sondern ich meine den VE-Griff, mit dem wir A, viel Druck, Maske aufs Gesicht erreichen können und zwei Finger gewinnen, um auch das Kinn ordentlich nach vorne zu ziehen, um wirklich effektiv natürlich unter Einsatz von Wendel oder Güdel beatmen zu können. Bei der endotrachealen Intubation erwarte ich heutzutage eigentlich, dass jeder, der im Bereich Airway tätig ist, das Videolaryngoskop beherrscht und auch in erster Linie einsetzt und vernünftig in der Lage ist, mit dem Bougie umzugehen. Und ich glaube, es ist auch der richtige Erstangriff heutzutage. Und natürlich sollte man die heutigen supraglottischen Airway-Devices, also Larynx-Masken zweiter Generation, ebenso beherrschen. Und als allerwichtigste alle üblichen Lagerungsmaßnahmen, die man heutzutage als Flextension bezeichnet. Und wenn wir da sicher wissen, jawohl, diese Maßnahmen kann ich alle. Und die habe ich im einzelnen Fall versucht, aber trotzdem ist der Patient in den oberen Atemwegen so zu, dass ich keine dieser Maßnahmen etablieren kann, weil er entweder eingeklemmt ist, weil er blutet, weil er durch eine Anaphylaxie total zugeschwollen ist, weil er eine starke Brandverletzung hat. Dann muss ich frühzeitig an die Goniotomie denken.
Respekt. Du hast jetzt, glaube ich, in unter einer Minute oder so einen mega konkreten, fast schon Workshop zum Airway-Management gehalten. Echt, also, und ich kann alles, was du gesagt hast, nur Punkt für Punkt unterschreiben von den Basics. Die Basics sind einfach total wichtig und es hilft niemandem, wenn man das Videolagerungsskop zum ersten Mal benutzt, wenn man es halt dann wirklich im Notfall braucht, sondern man muss das vorher kennen und auch benutzen, wie du sagst, und alle anderen Punkte, wie gesagt, völlige Unterstützung. Und vielen Dank, dass du da auch nochmal so ein klares Statement gesetzt hast. Okay, jetzt ist es doch notwendig. Wie du gesagt hast, es gibt eine klare Indikation, die Maßnahmen, die anderen funktionieren nicht oder sind nicht durchführbar. Jetzt muss ich es machen. Wie viel Angst muss ich davor haben? Du hast gesagt, die Mortalität ist hoch. Kann ich das überhaupt, wenn ich das jetzt noch nicht wie ein HNO-Arzt x-mal mich da operativ verausgabt habe? Das kannst du definitiv. Also tatsächlich sind die Techniken, die heutzutage zum Einsatz kommen, so einfach, dass sie nach Training, nach kurzem Training, Erfolgsraten von 90-97% haben. Das ist schon mal ein sehr guter Punkt. Und du hattest, glaube ich, auch mal, als wir vorher kurz mal gesprochen haben, gesagt, es ist nicht unbedingt, wie es manchmal so in so Bildern zu sehen ist, so eine ganz visuelle, ganz exakte Prozedur, sondern es ist manchmal auch sehr händisch. Die Palpation ist auch notwendig, wenn man da blutet. Wie ist da so deine Erfahrung? Blutet es schlimm? Ist das ein Problem? Also es kommt drauf an. Wenn man richtig schnell ist, dann ist man drin, bevor es anfängt zu bluten. Also eine gewisse Verzögerung ist ja nun mal einfach da. Und wenn man sich an die Grundlagen hält, hält man sich ja zum Glück die großen Gefäße lateral entfernt, sodass eigentlich nichts richtig Schlimmes passieren kann. Und tatsächlich haben wir bei unseren Simulationskursen den Teilnehmern Kunstblut über die Hände laufen lassen und in die Wunde laufen lassen. Das hat das Ergebnis in keinster Weise geschmälert. Also das Blut ist eigentlich nicht das Problem. Das Wichtigste ist tatsächlich das Palpieren der Landmarken. Und dann kommt man mit den Maßnahmen, die wir gleich besprechen, eigentlich gut zurecht. Also auch das Blut ist nicht der wesentliche Schreck. Ah, sehr gut. Okay, dann nimmst du, glaube ich, schon vielen Leuten die Angst, dass sie da quasi sich dann nicht zurechtfinden. Zurechtfinden ist ein gutes Stichwort. Wo muss man denn überhaupt hin? Wir blenden jetzt gleich irgendwo ein Bildchen ein. Was sind die Strukturen? Wie finde ich die dann wirklich in der Notfallsituation? Naja, wir bewegen uns sozusagen in ein Garagentor. Also wir gehen nicht in die Trachea, wie wir es üblicherweise bei den chirurgischen Tracheotomien machen, sondern wir gehen zwischen den Ringknorpel und den Schildknorpel in das entsprechende Ligament. Und dieses Tor sichert uns knorpelig in beide Richtungen ab, sodass wir wirklich ein Tor gewinnen, in das wir reingehen. Und dieses Tor müssen wir eben durch Palpation als erstes Mal bei dem Patienten identifizieren. Das ist die erste wichtige Maßnahme, genau. Klingt erstmal leicht, kann aber natürlich bei einem anatomisch etwas ungünstigen Hals, sehr kräftigen Hals, im Einzelfall schwierig werden, aber da können wir uns auch retten. Aber der Zugang für alle Maßnahmen, die wir im Weiteren besprechen, sind letzten Endes zwischen Ringknorpel und Schildknorpel. In diese Ligatur gehen wir hinein. Okay, und wie findest du die jetzt? Weil natürlich, wie du sagst, das ist natürlich nicht alles so wie im Anatomiebuch und manchmal ist der Hals kräftiger oder manchmal weiß man jetzt nicht genau, Protrusion jetzt welcher Knorpel ist. Wie tastest du da oder wie findest du den Weg, wo du dahin möchtest? Eigentlich sind wir da schon beim Kernproblem, denn das Auffinden dieser Landmarken funktioniert in der Realität verhältnismäßig schlecht. Und es gibt viele Studien und wir haben auch im eigenen Studentenunterricht immer wieder erlebt, dass es etwa nur in der Hälfte der Fälle knappt. Mhm. Da kann man schon sagen, huch, jetzt kann ich ja doch Sorgen haben, wenn ich die Strukturen nicht finde, wo soll ich dann um Gottes Willen rein? Aber da kann man sich retten. Wie kann ich die Strukturen suchen? Es gibt den klassischen Laryngeal Handshake. Den findet man eigentlich auf ganz vielen Abbildungen, in ganz vielen Arbeiten. Der arbeitet sich von oben nach unten ab und sucht das Zungenbein, arbeitet sich nach unten zum Schildknorpel und dann zum Ringknorpel. Mhm. Das machen wir seit Jahren anders und unterrichten es auch anders und empfehlen genau im Gegenteil, von unten anzugehen. Denn wenn wir hier aus dem Jugulum nach oben tasten, die Trachea entlang, kommt als erstes ein prominenter Knorpel. Und das ist der Ringknorpel. Den finde ich eigentlich am leichtesten zu palpieren. Und wenn wir ein bisschen weiter nach oben gehen, dann sind wir schon da, wo wir sind. Von oben das Zungenbein zu finden, beim kurzen, kräftigen Hals, das finde ich schwierig. Und wenn du dann womöglich fälschlicherweise
den Schildknorpel für das Zungenbein hältst, dann bist du verloren. Also von daher klarer Rat, modifizierter Laryngeal Handshake ist inzwischen auch so publiziert, der einfacher und wesentlich sicherer ist. Und wenn der Hals leicht ist, dann springt dich die Anatomie von der Seite wirklich an. Dann sieht man die Strukturen. Aber zusammenfassend, von unten über die Trachea den Ringknorpel palpieren. Und die nächste Inzisur ist dann eigentlich schon die Ziellinie, in die wir in irgendeiner geeigneten Weise rein möchten. Ach, du hast immer so gute Überleitungen. In dem Fall ist es eine perfekte Überleitung, weil du gesagt hast, in irgendeiner Weise. Also wenn man sich so die Publikationen anschaut oder auch was vielleicht auf den Notfallwägen oder im Rettungsdienst oder wie auch immer vorhanden ist, dann sind so die zwei großen konkurrierenden Techniken, die immer wieder erwähnt werden. Das eine eher so, glaube ich, ein bisschen oldschool, ist die Punktion. Also entweder ein fertiges Set oder irgendwelche Seldinger-Techniken, wo man irgendwo reinsticht mit einer Art Nadelkonstruktion und dann was vorschiebt. Oder die Inzision, also quasi der chirurgische Weg, wirklich mit dem Skalpell, mit verschiedenen Schnittrichtungen. Was denkst du so? Ich glaube, das häufigste System ist quasi das Quicktrach, das man so kennt. Was denkst du zu diesem System, zu den oder ähnlichen, ich will jetzt nicht auf eine Firma raus, Punktionstechniken und zum Skalpell? Na, das ist ganz interessant. Also die Koniotomie war ja ein paar Jahre in der Literatur so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und in den letzten Wochen und Monaten explodiert die Literatur. Und sie explodiert auch deswegen, weil einige, Fans der Punktionstechniken jetzt ein bisschen umschwenken. Wenn wir uns zum Beispiel die Gebrauchsanleitung von der Melker-Technik angucken, das ist ja auch eine Punktionstechnik. Ich gehe mit einer Nadel rein und dann mit einem Draht weiter und dann in Seldinger-Technik und so weiter. Dann sagen die jetzt plötzlich, wenn es nicht richtig zu palpieren ist, dann nimmt er im Skalpell und macht einen langen Schnitt und dann macht er mit Punktion weiter. Das macht natürlich keinen Sinn. Also die haben plötzlich auch erkannt, dass das Kernproblem dieser Technik die Realisierung der Landmarken ist. Und die einzige Lösung, sich daraus zu retten, ist tatsächlich ein längerer vertikaler Schnitt durch die Haut. Und wenn die Haut weg ist, dann kann jeder, und zwar wirklich in jedem Fall, diese Strukturen plötzlich tasten. Und wenn ich dann das Skalpell schon in der Hand habe, ja mein Gott, dann sollte man mit der Technik auch weiterverfahren. Also von daher ist meine Meinung zu 100% klar und eindeutig, die Notfallkoniotomie sollte man mit dem Skalpell durchführen, weil man damit das Palpationsproblem lösen kann und auch den Zugang findet. Das zweite Problem ist, dass so ein Instrument wie die Quicktrach natürlich für jeden Anästhesisten attraktiv ist. Es ist eine Braunüle. Und mit Braunülen können wir ja nun hoffentlich umgehen. Die kriegen wir in jede kleine Kindervene rein. Also dann muss ich dieses Ofenrohr eigentlich auch irgendwo in die Trachea bekommen können. Aber tatsächlich ist der Widerstand mit der Quicktrach, diese Strukturen durchzustechen, enorm. Und ich hatte dir ein paar Videos gezeigt, vielleicht können wir die darstellen. Da kann man wirklich ganz leicht erahnen, wie schwer es für den Chirurgen ist, der das an einem Körperspender durchführt, da durchzukommen. Und wir haben dann von endoluminal sozusagen Darstellungen gefunden und man sieht, wie diese Quicktrach sich praktisch immer bis in die Trachea-Hinterwand durchbohrt und damit enorme Verletzungen und auch enorme Blutungen macht, die wir eventuell dort gar nicht stillen können. Also von daher ist die Quicktrach eine gute Idee, es ist sympathisch, aber sie ist tatsächlich praktisch nicht geeignet. Und wir haben festgestellt, dass alle Anwender, die damit mal in unseren Simulationen gearbeitet haben, egal ob am Modell oder am Körperspender, die Technik auf der Stelle verlassen haben. Also mein Statement und Zusammenfassung klar und eindeutig, das Skalpell ist die Lösung beider Probleme, Strukturen finden und reinkommen. Okay, super. Ich finde, das ist ein klares Statement auch von jemandem, der da eben Erfahrung hat, weil sonst kann man nur lesen und wie du sagst, also das allein, wenn man liest, sind ja die Verletzungen von diesen ganzen alternativen Techniken ganz oft ganz dramatisch und selbst wenn die dann doch irgendwie richtig liegen oder dann liegen sie wieder falsch oder irgendwie im Weichteilgewebe, also das dann jetzt noch praktisch quasi bestätigt zu haben, ist glaube ich ein gutes Statement, dass auch alle Leute aus den nicht schneidenden Disziplinen sich da trauen, zu sagen, okay, das Skalpell ist da einfach das Beste und ist jetzt nicht nur für Chirurgen oder für den oder den oder die, sondern das ist einfach die primäre Technik.